Ihr Lieben, seid gegrüßt aus der Holzschnittstube in Schmalwasser vom Günter Holzheimer. Ich bin der Zinus, herzlich willkommen zum Podcast von hier für dir. Heute unter dem Motto, was macht eigentlich? Und ich begrüße ganz herzlich zwei lebende Legenden aus dem Landkreis. Zum einen mal den Danny Metz und den Peter Hase. Und die soll sich jetzt mal selber vorstellen, weil die haben von dem Thema, was die machen, definitiv mehr Ahnung wie ich. Ja, hallo, ich bin der Daniel Metz, komme aus Sandberg. Bin verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite als Elektriker beim Überlandberg Röhren. Das ist ein regionaler Stromanbieter hier in der Heimat. Tja, hallo, jetzt bin der Peter Hase. Wohne in Höldrich, bin verheiratet, habe ein Kind und ja, bin seit 26 Jahren beim Mineralbrunnen Bad Brückenau beschäftigt. Top, damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Also macht's gut, schönen Abend. Nein, Quatsch. Thema ist natürlich, falls es noch ich nicht erkannt habe, in dem Wahnsinnswust auf dem Tisch. Es geht um Fußball. Es geht um Fußball und ihr seid eigentlich der Auslöser dafür, dass wir hier sitzen, weil unser Gitarrist damals gesagt hat, wer weiß denn das schon, wer das Tor geschossen hat. Es geht also auch unter anderem um das legendäre Spiel DJK Waldberg gegen FC Bayern München 1997, korrekt? Korrekt. Top. Warum sind die zwei da? Ganz einfach. Der Lokalkolorit muss funktionieren, obwohl ich keinen Söckner habe. Der Danny ist für alle, die aus der Kante sind, aus Sand. Genau. Solange er in Waldberg gespielt hat, haben dann natürlich die Waldbecher auch gesagt, er ist aus Waldberg, ist klar. Und der Peter ist der Torschütze des Tores gewesen, die Vorlage bzw. die Ecke hast du geschossen. So, genau, so korrekt. Ja. Also wir steigen jetzt quasi direkt in dieses Thema ein, nur dass es mal abgehandelt ist. Das ist ja wie bei Karl Valentin, es ist schon alles gerettet, bloß und nicht vor jedem. Ja, korrekt. Ja, so, über den ganzen Klimbim außenrum reden wir mal nachher. Ich möchte aber als erstes, weil es mich wirklich brennend interessiert, ich habe versucht, über Spieleberichte nachzulesen. Liest sich irgendwie Sport-Ilo, ne? So für mich. Also, nachdem ich keine Ahnung habe, wäre es geil. Ich habe jetzt noch ein paar Playmobil-Figuren mitgebracht. Das Format passt nicht ganz egal. Aber habt ihr das noch ungefähr im Kopf, wer wo gestanden war in dieser Situation? Habt ihr das noch irgendwie... Ja, wie das Tor geworden ist? Ja? Ja, also der Danny hat die Ecke geschossen. Okay, der Danny ist... Drüber die Ecke. Diese der Blonde ist der Kahn im Tor. Okay, dann muss ich die Kappe wechseln, weil ich gehe mal davon aus, dass der Mütze aufgehabt hat, ne? Ja, weil die Sonne so tief steht. Ja. Das Gesicht muss man ja nicht unbedingt sehen. War ja schon um 18 Uhr, die Sonne war unterzugehen. Ah, okay. Was war Abendspiel? Wann hat 18 Uhr angeklappt? Ich stelle mal... Okay. So. Ja, so stand er nicht da. Nee, aber der Held hat der Hut vor. So, jetzt pass auf. Der Danny, du bist. Ja, ich war mal in der Mitte. Ja, genau. Ja, okay, mit Meterpunkt ungefähr bin ich reingelaufen. Ja, okay. Jetzt. Okay, dann haben wir ja noch irgendwelche schwindlichen Verteidiger, irgendeine Söldnertruppe in Rot-Weiß. Ja, unangenehme Fritten, ja. Okay. Ja. Wer war denn für dich? Die waren ja immer nicht einmal rot, die waren ja immer dunkel. Ja, ehrlich? Trigger dabei. Ach komm. Das Original-Trikot von Strunz. Flasche. So haben sie ausgesehen. Okay, geil. Hm? Spektakulär. War das da direkt der Gegenspieler? Ja. Okay. Und wer war da Gegenspieler? Das hat gewechselt, aber im Endeffekt war der Kufu am meisten bei mir. Kufu. Okay. Habe aber keinen Trikot von den beiden. Wolltest du nicht oder wolltest du? Ich habe dreimal gefragt, drei verschiedene und dann waren wir es zu blöd. Das kann ich verstehen. Okay. Jetzt. Normalerweise Stürmer und du warst wahrscheinlich offensives Mittelfeld, nicht das immer so. Okay, okay. Jetzt hast du natürlich, wenn das der Elfmeterpunkt ist und der Bananenbier steht im Dur, hast du natürlich an. Ich meine, der macht das ja nicht zum ersten Mal, dieser Kufu. Der muss ja. Der Kanner oder Helmer, die haben ja Raumdeckung, glaube ich. Die haben ja gar nicht so Manndeckung, die haben uns ja gar nicht so für voll genommen, denke ich mal. Okay. Na gut, die waren also irgendwo im 16 Meter verteilt. Wer war der Innenverteidiger?
Der Kufe? Hm? Ja, gut, wir hatten nur einen Stürmer, der, nee, ich weiß nicht, der ist mal nachgelaufen, keine Ahnung, was er gespielt hat, Verteidiger. Ja. Das ist ja. Die machen das so. Ihr macht halt ihr Ding und ihr habt da mein Ding gemacht. So, alles auf. Okay, wir gehen mal jetzt davon aus, dass das sich alles versammelt hat. Ich gehe mal davon aus, dass sich auch die halbe Waldbeicher Mannschaft in dem Strahlraum versammelt hat. Denkt mal eher nicht so viel, dass da vorne waren. Ehrlich? Ja, du bist eher defensiv. Ja. Okay, also pass auf. Ecke. Ja. Daniel Metz, Ecke. Dann mach du das mal bitte, weil ich will etwas, wie du das gemacht hast. Die Ecke ist geschossen worden und ist auf einen kurzen Pfosten gekommen. Ja. Aha! Davor. Oh, Entschuldigung. Das macht nix. Ist davor und der Bede ist kurz gekommen und hat mit dem Kopf reingelegt. Ja, bin hochgestiegen, da war Schnee drauf. Und kurz davon. Okay. Das ist also. Der gute Mann war bestimmt begeistert, oder? Der war sehr begeistert. Das kann ich mir vorstellen. Was ich geil finde, ist, das ist ja relativ bald gefallen. 10. Minute. Na? Da stand es schon 2-0, ne? Ja, das war 2-1. In der Halbzeit. Also, ich mir jetzt vorstellen, ich habe Karl Waldberg, tritt in vollen Anat, gehe ich die zweite Mannschaft vom VfB Burglauer an. Und irgendeiner No-Name macht einen Fluchkopfball zum 2-1, egal wie das Spiel ausgeht. Kriegt der in der Pause mit einem Sack abgerissen? Also, der Kufu verdient wahrscheinlich in einem Monat mehr, wie die ganze Waldbecher Mannschaft im ganzen Jahr verdient hat. Ja, im ganzen Leben. Ja. Wir haben nicht viel gekriegt, das muss man nur sagen. Das ist schon klar. Aber ich sag mal, diese Wertigkeit des Tores, für euch natürlich ein Kracher. Ja, für uns war es ein Kracher, aber die andere Seite hatte die halt Glück, weil es stand so halt der 10-1. Ja, also was wollt ihr wissen? Da kriegt das doch grob. Da haben wir doch keine mehr. Da doch groß gesprochen werden, ne? Ja, gut, ich meine, für den Sammy Kucher war das irgendein Spiel mit irgendwelchen Leuten. Ja, das hat ihn nicht interessiert, dass da. Das war denen wurscht, die haben da nochmal 60 Gas gegeben. Gar richtig. Die haben von Anfang an Gas gegeben. Ja, wobei, der ist sowieso sagt man es. In der Mathe dürfen wir keine 60 Tore kriegen. Nein, ich weiß. Also ich habe ja Wald. Haben wir eine gelbe Karte haben wir gekriegt? Oh, nein, ich habe eine gelbe Karte. Stimmt, habe ich nachgelesen. Handspiel. Handspiel, ja. Aber wir waren nicht so kurz langsam zum Faulen. Ja, genau, das war das Problem. Wobei, ihr eigentlich zu der damaligen Zeit doch eigentlich ein Topwart, sportlich. Ja, aber trotzdem, das ist ein Problem im Kopf. Ja. Du brauchst vor allem, sagen wir mal, du brauchst mal irgendwie 4 Wochen Pause zwischendrin. Und sehen wir noch den DFB-Pokal Erfolg da, du musst ja unterfränkische, oberfränkische Pokal sehen und die Spiele. Dann hatten wir 5 Wochen Pause und haben dann wieder mit Training angefangen. Und da 6-mal die Woche Training. Dann im Hinterkopf Bayern München. Du warst kopfmäßig nicht fit, weil ansonsten sag ich, dass du als Landesligist gehst 16 Tore. Nee, weil überall, da bist du angesprochen worden, die ganze Presse da und hin und her, das war ein Trara. Absolut. Absolut. Ich meine, im Vordergrund stand das mal. Hauptsache es ist. Ja, natürlich, ganz klar. War euch das eigentlich. Habt ihr vorher gewusst, was die für Aufstellung spielen? Nee. War es euch egal? Das war uns egal. Ja, das Wichtige ist ja eigentlich, dass du immer aus Zug gespielt hast. Ja, klar, okay, klar. Im Nürnberger Stadion, wo Zuschauer da sind, 30.000 oder 40.000 oder. Ja, du musst ja. Du spielst. Muss ja der Vorsorge, so jetzt mal. Der Werner Dressel hat ja vorher. Bei Abschlusstraining da 2 Mannschaften gemacht, wo du nicht spielst, sondern spielst du nicht. Okay. Also, war schon, weil das war ja für die oder ist das Highlight-Spiel gewesen in der ganzen Lärm. Absolut, ja. Also davon gehe ich aus. Ne? Also, ich habe auch ein paar Mal versucht, bei irgendwelche, was weiß ich, irgendwo im Netz zu gucken, wo seid ihr denn dann abgeblieben? Bei dir habe ich ja nochmal irgendwas gefunden später, aber das hat sich irgendwie dann. Verschlauchert. Gibt es da noch irgendwas? Natürlich. Aber Jörg, du bist im Netz unterwegs wie. Und Danny war es für mich einfacher, weil er halt nicht mal weg war. In der Nähe. Aber haben wir nicht eine Woche später auch DFB-Pokal gegen Mellichstadt gespielt und haben 2-stellig gewonnen? Eine Woche drauf? Ich glaube schon, das nächste Mal. Ja. Da haben wir 2-stellig. Ja, das war dann der Unterschied. Ne? Klar. Da war mir die Macht und. Ja. Ja, das war ein kleines Trostpflaster, aber das ist halt auch nicht im Fernsehen übertragen. Ja, nein, das war nur. Ich wollte nur damit sagen, dass es andere Unterschiede. Macht mir das eigentlich als Top-Mannschaft so, dass man da gegen einen Landesligisten im vollen Ornat antritt? Oder gab es da Gründe dafür?
Also wir müssen jetzt keine politische Sendung draus machen. Nein, ich wundere mich halt. Also ich hab mir das mal durchgelesen. Da war ja, ach, nichts Schwächelndes da drin. Und dann haben die vor ein paar Tagen gehe ich in Oberligisten gespielt und die haben nur 3-0 verloren, wo ich dann gedacht habe, okay, so groß zwischen der Landesliga und der Bayernliga ist es ja dann eigentlich auch nicht. Da liege aber immer noch mal 13 Tore dazwischen. Ne? Ja. Und ist das, hat es mal geknischt vorher? Bei uns nicht. Weiß nicht, keine Ahnung. Bei der Mannschaft auf jeden Fall nicht. Okay. Und sonst? Das ist alles wundert mich halt. Weil ich meine, vielleicht hat sich einer oder andere Funktionär vielleicht zu weit auf dem Fenster gelehnt. Und ja, irgendwas war, glaube ich, mit der Hoeneß wollte ja. Der so verkauft. Also ob er ja einspielen hat. Okay. Nein, weil sie ja. Nürnberg war in ja. Der und ja, ist wahrscheinlich im Funktionärsbereich genauso wie überall. Der Ton macht die Musik, ne? Ja. Aber die Mannschaft ist es, da habt ihr nichts mitgekriegt. Nee, das ist das. Waren froh, dass wir da. War der Dressel war ja eigentlich damals auch ein alter Hase, oder? Der Dressel? Wie alt war der Dressel damals? 40? Nee, der war noch kein 40. Nee, 38, ja. 38, ja. 37, 38. Ja. Genau, der ist jetzt. Also mit 38, wenn ich überlege, stehst du natürlich auch im Fokus der Öffentlichkeit, wenn du sowas machst und dann hast du noch eine Mannschaft. Wie alt warst du damals? 97? 23. Und du? 29. Für dich ja eigentlich schon ja, Fußballalter. Mit 23 riechst du ja schon fast Fußball noch ein bisschen nach Benaden, ne? Also, ja, musst du aber, also ich sag mal, der Dressel hat natürlich auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen einen Hühnerhaufen zu führen, wo alle aufgeregt sind. Ihr seid wahrscheinlich auch nicht nur mit Flore, ihr seid wahrscheinlich mit dem Bus noch nicht gefahren, ne? Ja, und der muss die Sache natürlich auch irgendwo einfangen. Hat er das gut gemacht? Ja, wie gesagt, der hat es eigentlich professionell gemacht. Ein guter Trainer. Du warst ein sehr guter Trainer. Also. Du war der beste Trainer, den ich hatte. Okay. Und wie gesagt, so von dem Ding mit dem Bayern, der hat es professionell aufgezogen, bis zum geht nicht mehr. Im Gegenteil, wie gesagt, du musst bis Mittag um 3 Uhr, da sind wir da im Hotel rein, also in den Spielgezahl da im Hotel, ja. Und da ist nochmal, wie bei jedem Bundesliga-Mannschaft, dann ist erst mal verkündet worden, wer überhaupt spielt und wer Ersatzmann ist und so weiter. Also, das war richtig professionell. Du und doch vor dem Spiel, abends um 10 Uhr haben sie mal getroffen an die Bar. Ne? Ja, und Absage. Dann geht jeder ein Bier trinken und auf Sicherheits. Wir sind 2 Tage vorher angereist ins Atrium. Okay. Ja. Also wie die Profis angereist sind 2 Tage vorher. Ja. Also hat er schon aufgezogen so und ins Atrium, genau. Und dann ja. Haben wir eben, weil es nach Weihe haben wir trainiert. Nürnberg und. Ehre, Ehre gebührt. Ja. Sind wir durch den Park gelaufen, spazieren können, weiß ich noch. Hauptstil, ja, ehrlich. Ja, gut, da war der natürlich, da habt ihr ja Heimspiel gehabt. Ne? Ja, ja, klar, das war ja klar. Mit der Ruhe und Massage ja. Und alles. Das ja, war also, richtig toll. Ja. Da war schon alles professionell gemacht. Ja, also, ja. Organisiert. Das also, war schon nicht schlecht gemacht, gab's, aber der Funktionär ganz gut. Gab es eigentlich immer, gab es irgendjemanden, ohne Scheiß, gab es irgendjemanden in dem Tross, der insgeheim vielleicht gedacht hat, vielleicht geschieht das Wunder von Ben und er haut euch auf die Mütze. Ehrlich? Ich hab dran geglaubt. Ehrlich? Ich wollte ehrlich sein. Klappbar. Ja, genau. Ich denke ja. Genau, man weiß nicht. Okay. Ja, so sind ja, man muss halt doch, man muss sich doch mal ein bisschen, man braucht sich nicht so zu motivieren, aber man kann doch nicht aufs Spielfeld gehen, denke ich mal, um herzuschenken. Also ich hab, ja, namens Wort. Das hat sich ja gleich erledigt. Ja, natürlich. Guten Abend 2-1, vielleicht nochmal kurz die Hoffnung, wenn es nicht gleich ist. Du warst ja wahrscheinlich nicht der Einzige, aber ja. Du im Vorfeld sollst mal, also ich, vielleicht nicht mehr mit 10 und hat es nicht laut gesagt. Schon klar. Ich meine, das hättest du dir wahrscheinlich auch noch damals als maximale Arroganz aus. Ja, hier ne? In der Gegend, so vielleicht, keine Ahnung, weiß man nicht. Ja, oder vielleicht den, nee, genau, vielleicht noch. Ja, das ist schwierig. Schwierig. Ist schwierig, gerade so öffentlichkeitsarbeitstechnisch. Puh, da wird es dann haarig, wenn du so Dinge loslässt. Dann wäre ich schon halt mal 5 Stück bei. Ja. Ah, nein, das. Nee. Okay, coole Sache. Jetzt machen wir mal den Schwung rückwärts. Wenn du damals 29 warst, bist du gebürtiger Höllbricher? Nein, aus Motten gebürtig. Willbräu? Ja, du bewegst dich ja ständig an der Grenze. Ja, yeah, nur an der Grenze. Okay, morgen geboren und dann? Dann nach Brückenau.
Also mal fußballisch oder? Ja, fußballerisch. Fußballerisch bin ich dann nach Brückenau und dann Storch, war auch ein sehr guter Trainer, 7 Jahre lang. Okay. Wieder in der Jugend? Nee, in der ersten, dann mit 18, 19 bin ich dann, ich bin erst mit 26, 27 bin ich erst nach Waldbeck gekommen. Dann, okay. Und, ja, aber was hast du vorher in Modden Kickmann gefahren? Ja, Modden. Und dann? Wie merkt man dann, dass der, wenn dann die zwei Co-Trainer mit leichtem Übergewicht draußen stimmen, sich die Kippe rauchen und sagen, ja, ich bin vielleicht auch ein klasse Hörspieler. Das kommt, da kommen Angebote. Da kommen die Leute schon auf dich zu, wenn du einigermaßen Leistung gebracht hast. Also so war es bei mir. Und wann geht sowas los? Es ist jetzt schon, ich sag mal, 30 Jahre her? 30. Ja, in der Jugendzeit hatte ich ja auch ein Angebot von Germania Fulda, bin ich aber nicht weg, weil meine Eltern gebaut haben und da konnten wir dreimal die Woche nach Fulda fahren oder sonst irgendwas und dann, da kriegt man schon was mit, wenn man gut ist, das kriegt man doch gesagt, also von der Zuschauer oder merkt das selber, dass man nicht so schlecht ist. Ja, schon klar. Schon klar. Ich meine, wenn du natürlich dann mit der Jugend ist es ja eher immer so, dass du mal 10 Buden machst, ne? Ja, das war damals auch nicht. Da gab es keine. Da war es C-Jugend und bei mir gab es eine C-Jugend und dann bist du von der C-Jugend mit 15 zu 18-Jährigen zu der A-Jugend oder so, solche. Das war schon ein Durchbeißender. Ja, wenn du nicht so stark gebaut bist wie mancher. Ja, ne, das dann, kann man nicht auch nicht lieber. Mit 25 sieht das anders aus, ne? Dann hast du da gespielt und dann, nach der Jugend. Dann habe ich eineinhalb Jahre waren das oder zwei Jahre in der ersten Brücke bei Modden und dann bin ich nach Brückenau. Okay, was hat Brückenau damals für Liga gemacht? Bezirksliga, A-Klasse die alte und dann Bezirksliga aufgestiegen und dann kam der Schnäppchenjäger. Der Schnäppchenjäger? Ja. Der war? Roland Bühner. Gut. Das kann man jetzt eher negativ oder positiv machen. Nein, Sein Job gut gemacht, finde ich. Ja, der hat es wahrscheinlich auch mit Herzblut gemacht. Ja, das hat er gut gemacht. Ich fand, kam immer ganz gut. Das war der damalige zweite Vorstand, ja. Okay. Und der hat auch Akquise betrieben quasi, dass man sich das anguckt und sagt, den brauchen wir oder wir brauchen. Ich weiß nicht, vielleicht war er schon vernetzt und hat dann auch nicht so. Ja, gut, ich meine, 96 dann wahrscheinlich oder 95? 94. Hast du noch Ken im Handy angerufen? Nee. Hast du auch noch keine Bilder geschickt, gesagt, guck dir den vor, wer was für uns? Nee. Also da musst du schon relativ gut vernetzt sein, wenn du analog vernetzt sein wolltest, ne? Ja. Dann warst du, hast dann bis 94 zu Waldberg gekommen. Habt ihr da schon Landesliga gespielt? Ja, waren schon laut. Du bist 95, 96 gekommen. 96. Okay. Und bis dann 99, ja. Wenn ich das richtig im Kopf habe? Im Winter. Okay. Gegangen. Ja. Wohin? Brückenau wieder. Okay. Dann war es glaube ich nur noch eine die Rückrunde oder eine halbe, weil ich dann in der Oberthol war und dann war es irgendwann mal Schluss. Hast du es ausklingen lassen, ja. Im Prinzip. Okay. Ja. Machst du noch was? Nee. Gar nichts? Nee. Jugendturnier oder so? Habe ich gemacht. Habe die Obertulber U19 trainiert. Aber ist gut. Ist gut. Ist gut. Okay. Nicht mehr mal. Es ist eine andere Welt. Es ist eine andere Fußballwelt im Moment. Vielleicht kommt es wieder mal, aber man darf es nicht so. Ich bin anders trainiert worden. Was heißt das? Ja, da musst du auch mal Härte, ist das mal angemalt worden oder sonst irgendwas, oder da dürfst du ja, heutzutage dürfst du ja keinen so weit anpacken, dann hören sie auf, oder ja, dann küsst du gleich Ärger mit den Eltern oder hin und her. Ja, das ist schwierig. Das du weißt, dass ein 16-Jähriger, ja, kann nicht ins Training, ruft die Mutter an, hat Migräne, und du weißt genau, dass die anderen erzählt haben, der hat gesoffen vorher, den Tag vorher. Also, ja. Ja, ist halt, klar. Das ist halt immer so. Meinst du, die sind nichts mehr so bissig wie sonst? Kommt auf die Klasse an. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also das interessiert nicht mehr. Wir haben Urlaub verlegt. Wir haben, weißt du, du bist nie in der Vorbereitung Urlaub gefahren oder sonst irgendwas. Da werden die. Das interessiert nicht, wir fahren in Urlaub oder sonst irgendwas. Das ist heutzutage nicht mehr so. Hm. Ob die Mannschaft jetzt mit 10 oder 11 spielt, egal. Hast du damals schon Freundin gehabt? Oder Frau? Nee. Damals, Freundin immer mal zwischendurch. Ja, klar. Aber so konstant fest über die, über die, nee, ich sag mal, nee, diese semi-professionelle Zeit. Nee, 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 nee.
Da musst du als Madame auch ein bisschen eisenbereift sein, ne? Ja. Das mache ich sicher. Also, wenn ich mir überlege, du trainierst 4, 5 oder 6 Mal die Woche, dann hast du noch Spielersitzung, musst noch zum Spiel. Der Tag ist ja eigentlich ein geschenkter Tag, weil da machst du am Abend vorher nichts. Ja, und Sonntag spielt die zweite Mannschaft, da lässt man sich dann goodwill-mäßig eventuell auch nochmal sehen. Ne? Ja. Ja. Manchmal am Anfang der Zeit hatten wir ja noch zweite Mannschaft gespielt, da waren wir am Samstag hat noch zweite Mannschaft gespielt. Ja. Wissen wir da, ja, das musste aber, mussten sich auch durchkämpfen. Ist nicht einfach nur kommen und dann spielt man. Das war nicht einfach so. Okay. Wie war es bei dir denn? Du bist wahrscheinlich seiner Urgewächs, ne? Ja gut, ich habe in Wartberg eigentlich schon A-Jung gespielt, ne? Und sind dann auch die Augen eigentlich schon drüber bleiben. Aber bei uns da in der Gemeinde war es so geregelt, dass da ein Jahr noch die Jugend zurück in den Heimatverein muss. Okay, warum? Muss. Ja, weil es halt so wird. Ja, du, ja, damit die anderen nicht abwehren. Also, die anderen wollen halt auch was haben, ne? Ja, ja, klar. Ne? Und ja. Wir wollten ein Jahr eigentlich zurück, aber war dann trotzdem 4 Jahre bei uns in Sandberg, bis ich dann wieder rüber nach Halbberg gewechselt bin. Mit 21 dann? 22. 22, okay. Und dann bist du mit 22, 23 kommt dieses ominöse Spiel. Richtig. Und wie lange warst du dann in Waldberg? Ja, bis 2000, also 99, 2000. Saison länger wie du, also? Eine halbe Saison. Bis zum Winter gewechselt und zum Sommer? Nee, da war ich ja fertig. War der in dem Gelände? Sommer war eh in dem Gelände. Okay, das kann man so auch machen. Ja, da war Ende. Ja, schlecht. Für, ich sag mal, auch wenn du jetzt ein Senner bist und kein Waldberger, natürlich eigentlich schon Urgewächs oder Einheimischer, ne? Mal abgesehen davon, dass es ein anderer Verein war, aber die 2-3 Kilometer für ein Auswärtiges, sagst du, ja, bis jetzt Waldberger oder Sandberg spielt für die keine Rolle, das ist ja, aber tut sowas weh? Nee. Nicht. Nee. Und du hast es eher professionell gesehen, weil du gesagt hast, okay, dann machen wir das. Die haben Peter Kleinens als Trainer geholt. Für mich, also da hat auf einmal dann ein Rainer Graumann, der jahrelang Vorstopp oder hinten drin gespielt hat, Stürmer gespielt und Hase saß auf der Bank und für mich, der hat zwar die Waldberge damals in die Landesliga gebracht, aber. Naja, der Fall schon Piano Kleinens. Ja, das war nicht so mein Freund. Was hast du denn auch gemacht? Ich bin dann, also da muss ich dazu sagen, wenn es da fertig war, ja. Hast du ja Anrufer ohne Ende, das ist so gegangen wie auf dem Viehmarkt. Ja, das glaube ich ja. Also, ja. Der war jung. Ja, klar. Ja, aber ich bin dann nach Kasparov gewechselt. Ja. Was haben die damals gemacht? Am Landesliga? Ja, waren mit uns in der Klasse. Ja. Und da hast du dich aber schon während der Runde immer gekannt, ne? Mhm. Und dann durch die Spiele, mit Kumpels, mit Olli Wölfling und so weiter. Ja, okay. Also war auf jeden Fall richtig, aber ich hatte dann 2000 dann auch die Thrombose gekriegt, wo mich zurückgeschnitten hat. Und darum habe ich 2001 und musste ja aufhören. Das war dann eher eine gesundheitliche Sache? Ja, bis ich halt dann innerhalb 2 Jahre später wieder angefangen habe, bei uns in Sandberg. Ja. War das ein psychischer Niederschlag für dich? Auf jeden Fall. Weil ich stelle mir vor, da warst du dann 4, 25, ne? Nee. Wie die Thrombose kam? Nee, das war ja 2000, da war ich. Ja, 26. Ja, 26, ja. Ja, das war erst mal kopfmäßig fertig, weil wie gesagt, Kreuzbachdorf hat ja überall eine Mannschaft und so weiter, wo er uns erlebt und Bayernliga und hin, ja. Weißt du, der Ball, aber. Mussten wir schon erst mal auffangen. Ja. Hast du eine Lady gehabt damals? Ja. Die jetzige? Nee. Okay. Hat die irgendwas dazu beigetragen, dass du aus dem Loch wieder rausgekommen bist oder hast du dich da alleine rausgewunden? Ja gut, dann später, da 26 war es die jetzige, die hat schon damit beigetragen, dass ich da schon wieder rausgekommen bin. Ja, okay. Weil ich stelle mir das schon vor, das ist ja auch ein Stück weit Passion. Ich meine, man hätte nicht 4-mal die Woche zum Training und dann nur, dass du zum Training gehst. Da steckt ja auch bei Esther hinein, ne? Ja. Und die stecken ja über viele Jahre hin. So was möchtest du ja nicht bloß, weil du sitzt bist und denkst, so beginnt immer in die Landesliga. Sondern da musst du ja mit, ich schätze auch, vermute ich mal, mit 8, 9 schon, ach, wöll. Du musst ja immer wöll. Du musst zum Training wollen, du musst die Vorbereitung wollen. Du musst natürlich auch mit der Spezialistin wollen, die du vielleicht zwischenmenschlich nicht so abkannst, aber es muss ja dann auch funktionieren. Ne? Ja, die Mannschaft soll schon passen. Ne, da, du hast freilich verschiedene Charaktere, aber
Wenn das so passt, anderen auch, kameradschaftlich und alles. Also ja, top. Ja? Überragende Truppe. Ja, so sieht's aus. In Waldberg, das war, sonst wären wir nicht so weit gekommen, muss ich sagen. Okay. Wenn wir uns nicht so gut verstanden hätten. Also ist schon ein Stück weit auch dieses, dieser Flow, diese Empathie, wo du miteinander hast, die macht dich dann vielleicht schon nochmal an dem entscheidenden Tag eine Klasse besser machen. Vielleicht, oder halbe Klasse besser. Das gegenüber ist das ja, genau. Gegenüber den genau. Sachen oder ja, genau. Heibach oder Obernau oder sonst was. Oder wann das, mal rüber und rüber gewechselt sind. Wann das in der Landesliga die anderen Mannschaften, wann das haben wir ja bös ausgedrückt, nur rein Söldnertruppen? Nein. Im Raum Aschaffenburg mehr. Da ist aber vielleicht auch immer Geld hängen ja. geblieben. Ja, gut, das war in Würzburger Raum auch. Ja. Das sind AV Höchstreich noch. Muss halt auf der Stadt 100er Menge ordnen. Die Oberfranken sind in Ordnung. Das ist zum Beispiel die Lichtenfelder Kronacher, das war dabei immer top. Ja. Was war das? Schulendorf? Ja. Das war, wo dann echt noch. Schulendorf, Busfahrt, 1,5 Stunden. Ja. Ja. Wenn ihr in Schulendorf gewonnen habt, war die Heimfahrt wahrscheinlich auch eher nicht mit Massagen behaftet, ne? Ja, die Heimfahrt war nie mit Massagen behaftet. Die war nie mit Massagen behaftet. Weil ihr nachts gemacht habt, ne? Ja, ich sag mal, ich gehe mal davon aus, wenn du in Strunder, weil du es eben gerade gesagt hast, Strunder war gut, oder wenn die Leute gepasst haben, die Nase gepasst hat, du kannst dir ja 90 Minuten mal schön auf den Trainer gehen. Ja, genau. Und dann auch hockst du dich aber wahrscheinlich wie in der A-Klasse zum und schmeckst das schnell. Ja, klar, das wird ganz normal. Und gefeiert, egal. Ja. Auch in Niederlande muss der Zugang nicht stehen. Ja. Ja, gut, hast du ja mit verschuldet. Ja, ist halt diskutiert von mir und dann, das hat schon. War das kameradschaftlich andere Hausnummer, wie es jetzt ist? Wie meinst du jetzt? Naja, wenn ihr sagt, okay, jetzt mal, dieses ganze Bezahlfußball, das ist ja fünftklassig, ja, ohne es zu wählen. Ist so, ne? Glaube ich schon. Aber das ist anders da auf jeden Fall. Ja. Wenn ich noch überlegt habe, wo ich hingewechselt bin, wenn du geguckt hast, ohne Internat, ja. Aber die sind schnell kommen mit Laptop im Bus hin und jeder für sich seit Dingen hinher, nachher aber kurz nach Spanien was gegessen und weiter. Also das wird es bei uns nicht geben. Das wird es nicht. Ja, das ist fast schade, ne? Also Geld hier hinher, Landesliga hinher, aber wenn das Persönliche natürlich auf der Strecke bleibt, dann bist du natürlich auch als Spieler nur an der Leistung messbar und dann bist du natürlich auch jederzeit austauschbar. Oder? Kann man das so stehen lassen? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall, die Kamerad hat gepasst. Und meines waren ja auch, egal ob die jetzt was getrunken haben oder nicht, wie der Mario Wirt hat kein Bier getrunken, der war trotzdem gut drauf ja. Und hin und her. Das war. Hat es während der Zeit, wenn ihr beide in Waldberg gespielt habt, hat es während der Zeit auch immer noch Angebote gegeben zu wechseln? Nee, also bei mir nicht. Du weißt nicht, das Handy ging nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, nee. Kilian hat mich einmal gefragt, dass ich da nach Rückkehr wechseln wollte. Dann muss ich das so. Ja, der Kilian. Wer? Der Kilian. Der hat in Höhenberg Fußball gespielt selber und wurde dann Trainer. Okay. Ja. Okay. Wundert mich jetzt aber eigentlich, dass. Das, Ja, alles gut. Das kenne ich noch gerade gut. Ich habe da noch was anderes gedacht, weil er im Spiel war. Ja, alles halt, was auch Kilian oder so Bayer und ja, Bayer, die waren im Spiel richtig. Aber nachher waren die top. Ja. Ja, das wäre auch eine interessante Frage gewesen. Ich weiß Fiebrich, Obernau. Ja, das ist. Was? Fiebrich, Obernau. Das war wegen. Aber das hat. Mit dem hast du ja nie was zu tun gehabt, ne? Wieso? Was war mit dem? Ja, der gegen den musste ich immer spielen. Das war ein. Einfach ein. Wir konnten uns beide nicht so. Aber es ging auch von mir aus. Also nicht, dass ich immer der Liebe bin. Also, das okay. Gar nicht. Also, ich kenne eine Story aus Buchlaue, da gab es im Nachbarkauf immer in der Hand ach, höherklassig gespielt. Und lang, bis Mitte, Ende 40, erste Mannschaft gekickt. Und da ist dann immer der Verteidiger aus Buchlaue, da musste immer der gegen spielen, weil es immer sonst Karte kachelt hat und es hat immer böse Wort gegeben. Und der war natürlich auch ein wenig dreckig. Ne? Ja. Haben sie zumindest gesagt, also mal, wenn du nebeneinander stehst, mal kurz, pup, die flache Hand auf die Glocken. Das ist mal leider so und das gehört auch mal dazu. Aber das ist. Wir wollen es nicht
Das gehört dazu. Wollen Sie nicht vertuschen, das ist so. Du musst, du kriegst mal auf den Fuß gedreht, absichtlich mit dem Schraubstollen, ist so. Schon, ne? Ja, also das. Aber es ist, wir sind ja noch ein Ponyhof im Fußball. Schon klar, aber es. Was man jetzt heutzutage praktisch immer, manchmal so, wenn ich mir Fußballspiele angucke, Bayernliga Kalleburg hat, oder Kalleburg, das ist bei uns, bei Karlstadt, Bayernliga angucke, puh, da muss ich manchmal schon, also, nee, da bin ich enttäuscht. Warum? Weil keine Härte, keine, oh, tu mein, oh, ich tue dir auch nichts. Also, es muss schon ein wenig, fair Mittel auch mit Härte, aber das ist. Heutzutage ist nicht anders. Ist anders. Wird nicht mehr so. Und das Bayernliga, das. Ja. Gut, die Floskelung von eurem momentanen Bundestrainer zu machen, das muss man ja, kann man ja dann auch technisch lösen. Also, wenn ich der Verteidiger wäre, hätte ich wahrscheinlich mehr Hände an irgendwelche Arme. Der Danny war der Techniker, der Danny war der Edeltechniker. Hm? Meinst du, der hat nur mit der Edeltechnik so weit, ist er so weit gekommen? Mit Leben. Das sagt ihr es mir. Der hat auch mal eine Grätsche ausgepackt. Ja. Ja, das ist so. Was wohl wahrscheinlich auch keiner mehr sehen will, ne? Was aber gar nicht schlecht ist. Ja. Die älteren Zuschauer und so weiter bestimmt. Die werden ja bestimmt die Grätsche mal sehen. Ja. Gut. Gehen wir davon aus, aber. Das ist halt nicht mehr. Hat sich diese Spielweise so extrem geändert, dass ihr, ich sag mal so altgediente dann sage, eigentlich langweilt mich das Spiel? Nee, finde ich nicht. Man kann ja noch über die Taktik angucken und so, wie das läuft und so weiter. Ja, aber ich sag mal, wenn ich das Spiel lese oder sonst was, sieht man ja, das ist ja. Kann man das? Das kann man schon ein Spiel lesen oder kann man schon mal taktisch wie die Spiele oder so. Wenn der Fusch, der Halbig, der Neder Martin. Also da kann man schon mal reingucken. Das ist schon wenig. Ist das auch fernsehtechnisch interessant, wenn du guckst und sagst, okay, Rumspiel jetzt eine Dreierkette oder eine Viererkette oder beste Kuckuck was? Kann man das dann von dem Spielaufbau von hinten bis vorne irgendwie sagen, okay, wenn er das so macht, muss er das so machen und greift dann eins ins andere? Oder hat da wirklich jeder seine eigene Philosophie oder ist es manchmal auch ein bisschen an die Haarbeige gezogen? Manchmal versteht man es selber nicht. Ja, das ist so. Du musst dir doch mal Gedanken machen, wie ist das so bei den Bayern? Ja. Der Kovac ist da, es geht nichts und der Flick kommt. Es geht alles. Und auf einmal alles läuft. Ja, nur weil der andere Mann läuft. Aber die Taktik ist selber. Die Taktik ist auch selber, der wird ja nicht an der Stadt diktieren. Ja. Ich meine, gut, es hätte aber kleinere Dinge wie, der hat den Müller wieder aufgebaut. Ja, gut, das ist den Müller nicht gemütlich. Du musst die Hierarchie in der Mannschaft nehmen. Nur mit so kleinen Dingen, dass das dann einfach läuft, bloß weil ich so kleine Dinge austausche. Also, das ist verwunderlich. Mal das verglichen mit der anderen Mannschaft. Du hast damals gesagt, vorhin gesagt, der Trainer, wo nach dem Dressel kam, der hat dann. Ach, das war nicht, waren ja noch zwei andere. Ach so, okay. War nicht, der letzte war der, wie lange war der kleine Trainer? 2 Monate. Nein, ehrlich? Oder nur, der hat die Vorbereitung dann gemacht, oder? Der Peter, weiß ich nicht. Wie lange der war. Auf jeden Fall war zwischendurch noch eine größere Koryphäe mit der Erdreffen da. Buchmann. Lothar Buchmann, Europapokalsieger mit Stuttgart worden, oder? 4 Wochen. Oder Europapokalsieger, ja. Okay, das hat er sich mit seinem Co-Trainer aus der Türkei. Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch bezahlt, ne? Den Ding. Ja, die anderen sagen, ich sage jetzt mal, der hat ja gedacht, weißt du, das ist hochprofessionell bei uns. Ja, wir werden dass wir von den Sport leben und hier, ne? Der wird ja sonderfrühs dann hier und. Sonderfrüh, das geht überhaupt nicht. Ja, haben wir aber auch gemacht. Ja, aber nicht lang. Zum Auslaufen halt. Ja, aber nicht lang. 2 Wochen und dann haben wir gesagt, wir müssen in die Kirche. Und ja, das wäre der nächste Punkt gewesen. Da will ich ausreden und bis dann gehört. Aber wie gesagt, der war ja bloß. Mario, die Cola trinkst du jetzt nicht. Und dann schon gesagt, ja, siehst du. Eigentlich? Doch. Mario, die Cola trinkst du nicht. Ich muss die Cola bekommen. Und die Bratwurst ist da auch nicht. Bratwurst war zu fett. Wie die Schulbuben haben uns unter die Treppe gestellt haben gebracht. Ja, nach Spanien sind wir lange durch bei einem Dreiländer-Turnier. Ja, genau. Und wenn wir uns jetzt sehen, wenn wir zwischen die, was ein Pokal denn hier, zwischen die 2 Spiele noch Zigarette da, sind wir hin nach Spanien gegangen und haben uns heimlich in der Kraft. Wie die Schulbuben. Früher für die Älteren. Sau gut. Jetzt habe ich den Faden verloren, eigentlich wollte ich mal den Bogen schließen. Ach ja, genau, jetzt fällt mir es wieder ein. Wenn ihr von dem Kovac gerade gehabt habt und den Vergleich zur Landesliga-Mannschaft von damals macht, wo gesagt ihr seid eine eingeschworene Truppe und der Wechsel ängst wie immer der Trainer, die ja mit derselben Mannschaft oder annähernd derselben Mannschaft sowas mache und dann läuft es auf immer gar nichts mehr zusammen, ist es dann mannschaftsintern auch so, dass man dann vielleicht nur bei 98% auf dem Platz ist und sagt, wenn die Arschkrampe da draußen denken, da kann ich noch ein bisschen obler, dann
Spielt das eine Rolle? Bewusst mit Sicherheit nicht. Bewusst nicht. Okay. Weil du gibst ja, wenn du spielst, willst du ja normal das Beste geben. Ja. Aber im Unterbewusstsein kann ich mir das schon vorstellen, dass du den Schritt halt weniger machst. Wo du vielleicht vorher vielleicht. Dass du für den. Oder aber gar nichts absichtlich machst, eigentlich. Ja. Okay. Unbewusst. Das passt ja dann an, kommt wie gesagt, vorhin noch mit drüber. Der Werner Dresser hat uns einige Fußballspiele beigebracht. Ja, die wir vorhin gespielt haben, von den Leuten her. Ja. In 2 Monaten? Nein, der Werner Dresser. Und dann später hier auf dem Massatz nur noch langer Bälle steht, das Ding ja nochmal und vorne rein. Ja, und deswegen auch der Rainer wahrscheinlich vorne drin, weil den Kupferstadt war ich nicht. Das sind wir hingegangen und sagen, hallo, das ist nicht die Spielweise, was wir wollen. Wir wollen irgendwas anderes machen. Was wir die ganze Zeit unter Dresser wie. Also, du hast ja technisch da mit Marle Mölder verhindert. Ja, weil der Marle. Wenn man es der Marle nicht mitgegangen hat, und dann ist das Ding runtergenommen worden. Pff. Ja, das ist ja. Das war wie früher, wo wir vom Dorfchor kamen. Ne? Wie Motten war das damals. Hochweit. Bringt Sicherheit. Ja, sehr geil. Sehr gut. Du machst jetzt gar nichts, was du gesagt hast. Nee. Hast du. Irgendwann für dich immer, oder war das ein schleichender Prozess, dass da jemand mal gesagt hat, ich brauche jetzt nichts? Ja, ich brauche eigentlich jetzt nichts. Das war so. Okay. Ich habe abgeschlossen und wenn ich ab und zu mal wirklich mal nach Fusch fahre oder mal nach Karlebrüch und dann ist das erledigt, wenn schönes Wetter. Also wenn es regnet oder schlechtes Wetter ist, habe ich ja überhaupt keinen Bock. Wenn Bundesliga jetzt wieder ist, ne, dann gucke ich lieber dann die Bundesliga. Okay. Nee. Ja, gut, um 18.30 Uhr, heute gucke ich es auch. Okay. Ja, ist klar. Und aber du? Das Top-Spiel ist 20 Leute. Ja, also ich habe schon immer eigentlich Fußball gebraucht. Ja, ne? Muss ich auch da die Zeit, die 1-2 Jahre, wo ich aufgehört habe, und dann ja wieder mit Blutverdünnung und Thrombosestrümpf bin ich ja bis vor 2 bis 44 Minuten auf dem Platz mit rumgerannt. Wow. Ne? Und jetzt ist es ja noch so weit, wo ich ja noch die U11 bei uns trainiere mit Sohnemann, ne? Ja. Also. Fußball ist schon immer noch wichtig. Ich bin halt da jedes Mal bei uns bei der ersten Heim- Auswärtsspiel dabei und alles. Das ist auch schon wegen, also ich gehe mal davon aus, dass zu eurer aktiven Zeit sich das nicht unterschiedet vom Wille und von der Leidenschaft her. Aber für dich hast du für dich entschieden, es nee, ist gut, jetzt aber gut. Ich wäre ja kein Fußballverein, also vielleicht wäre ich, aber ich bin der Foto. Also ich brauche das eigentlich, brauche ich das nicht mehr. Okay. Das ist, Dann ist ja, dann kommt vielleicht auch noch dein neues Weg. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich geil, wenn du so Junge hast, die. Du hast ja vorhin gesagt, U19 hast du gemacht. Mhm. Und jetzt hast du U11. Ja. Was ist da deine Erfahrung momentan? Überragend. Wie gesagt, wir haben da für 6 Jahre angefangen mit U7, U9, U11. Eigentlich da immer mit meinem Kleiner da, wo wir immer mit aufgehen, ich und ein Kollege. Also im Moment ist das noch. Überragend, aber wie der Peter schon sagt, ich denke mal, dass das immer schwieriger wird. Ne? Um 17, um 19, um hier näher. Dann gibt es vielleicht andere Interessen. Aber gut, wenn der Danny ist ja ein Vorbild da für die. Der kann ihn ja was zeigen. Und hin und her. Es gibt ja viele Vereine, die haben einfach nur die Stelle einfach einen hin und da kommt nichts. Und das kann vielleicht die Möglichkeit sein, dass die Leute auch zusammenbleiben. Dass das mal ein Team wird. Also, dass es mal wirklich auch bis. Zum Seniorenbereich geht. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Das ist ja immer. Aber das, ich meine, mit 11 Jahren wissen die das schon, wer da trainiert, ne? Ja, ich hoffe es mal. Also, naja, das ist eben immer noch ein Unterschied. Selbst wenn du mal 13, 14 bist, ich sehe es bei meinem Junge, der ist jetzt 17, der kickt halt im Dorfverein. Und da, der Trainer war halt, ich weiß gar nicht, ob der. Trainer ist oder ob er es halt einfach gemacht hat. Das ist ja meistens. Und wenn ich meinen Junior frage, wenn die mich immer spielen, dann gucke ich mir das ab und zu mal hoch. Und ich okay, es geht hier und her, ich schieße da nicht durch. So ab und zu sehe ich dann als Laie, ja, okay, vielleicht geiler gewesen, wenn er denn jetzt irgendwie ja, hoch und weit oder halt eben auch nicht. Aber wenn du aus der Liga, wo er kommt, hast du natürlich einen Erfahrungsschatz, den du nicht kennst, ob das jetzt 20 Jahre ist oder nicht, spielt ja keine Geige. Kannst du das auf den Platz bringen bei der Elfjährigen? Ja, auf jeden Fall. Du, und wie gesagt, das ist noch so, du machst auch nicht vor dem Training groß Gedanken, sondern was da halt jetzt gerade einfällt oder wie immer.
das trainierst du mit der, ich meine, wichtig ist ja sowieso, bei der, dass du viel spielst, in ja. Einer, aber egal was du da jetzt mal einspielst, ob das mal eine Einwurfsituation ist oder eine kurze Ecke oder irgendwas, das nächste Spiel wird das umgesetzt und es funktioniert. Das ist schweinegeil, muss ich sagen. Spektakulär. Das aber du musst, wenn du älter werden musst, aber dann musst du schon mehr planen. Ja, ich habe dir gesagt, das wird mit Sicherheit schwieriger. Ja. Da im Moment muss ich so, ja, musst du schon also mehr planen. Ja. Erwartet die dann mehr? Auch wenn sie. Vielleicht erwartet der Trainer ein bisschen mehr. Ja. Im Alter. Vielleicht erwartet er dann auch von den Spielern, vielleicht dann, ja, du bist jetzt. Langsam muss man dann Klick machen. Okay. Ja. Hast du irgendwie nochmal so. So tief gehabt während der aktiven Zeit, dass du gesagt hast, das hat mir, da hast du irgendwie so einen, ich sag mal, einen persönlichen Schwachpunkt gehabt, oder wo du sagst, der Fußball gibt mir jetzt einfach mehr Stütze wie irgendwelche Freundinnen oder das oder das oder das. Hat es da mal irgendwas gegeben, oder dass du sagen kannst, das, meine Passion hat mir über den Punkt irgendwie drüber geholfen? Oder hat dir zu viel Kraft genommen? Ja, gut, Fußball hat immer geholfen. Immer, eigentlich. Ja. Wenn ich irgendwie Schwierigkeiten gehabt, bis ins Training und dann ist eigentlich, Fußball hat immer, hat eigentlich immer geholfen, wenn irgendwas war. So, ja. Hast du einen Ersatz dafür jetzt? Ich habe meine Familie. Okay. Alles gut. Alles gut. Okay. Und du hast quasi gedealt zwischen Fußball und Family. Ja. Machst du noch was anderes? Oder ist Arbeit. Aber ja, wenig Arbeit. Ja. Ist ja klar, ich meine, ich musste die erste paar Stunden vom Dorf muss mir irgendwie sinnvoll rüberbringen. Ne? Ja, man will ja leben, dann muss das leider. Das so. Ist so. Das ist ja leider. Das ist so. Wobei ja Fußball eigentlich ein günstiges Hobby ist, ne? Ja, gegenüber Reiten und so, wenn, ja. Das, wenn du ein Mädel hast. Das ja, gegenüber Skifahren, egal. Ja, genau. Aber abgesehen davon, du willst mal wirklich hochklassig mit der Jugend macht, dann, also ich habe einen Arbeitskollege gehabt, der hat seinen Junior immer von Schweinfurt nach Fürth gefahren, dreimal die Woche. Ja, das musst du halt dann in Kauf nehmen, also wenn das ist. So. Ja, und das euer Elend? Musste die sowas machen? Das habe ich ja gesagt, das ging nicht damals, weil wir haben gebaut damals in Motten und dann ging das nichts. Meinst du, hättest einen Sprung höher machen können, wenn du diese, ich sag mal, das ist wahrscheinlich eine andere Fußballausbildung. Das ist alles utopisch, das ist alles so. Ja, natürlich. Also selbstverständlich. Also ja, glaub schon. Ja. Okay. Ja. Mit Sicherheit, wenn du viel schon das Training und die mit Sicherheit letztes Jahr ein ganz anderer Ehrgeiz entwickeln und hinher. Also. Weil Ehrgeiz gut hat man schon bevor trotzdem ja, noch, aber trotzdem noch mehr. Wahrscheinlich ja die technischen Feinheiten, die du. Ja, die man dann mitkriegt von. Ja, dann schaltest du jetzt mal, jetzt hast du trotzdem noch Freiheit, genau. Wo du dann wahrscheinlich nichts mehr gehabt hast. Ne? Ja. Du hast ja nicht abends in der Disco nach dem Spiel noch im Lollipop gesessen oder irgendwo im Sandberg auf der Kirche oder keine Ahnung, wo wir da immer waren bei euch. keine Ahnung. Das weiß ich nicht mehr. War irgendwo in der Halle oder irgendwo. Schon, ne? Das ominöse Sportheim-Sound. Ja. Ja, auf der anderen Seite muss man das ja auch honorieren, das gehört ja dann irgendwie auch dazu. Also ist ja bei den Muckern nicht viel anders. Man kann natürlich irgendwo hin, kannst Musik spielen, kannst heimgehen. Wenn du das als Amateur betreibst, und das ist ja, Landesliga ist ja auch noch Amateurfußball. Ja, viel. Klar. Dann muss der, wenn der Spaßfaktor zu kurz kommt, wird es auf jeden Fall scheiße. Also das glaube ich schon, dass da die Kirmes schon, muss man schon mitnehmen, finde ich. Ja, da gab es ja andere Sachen. Gab es eigentlich irgendwelche Starres zwischen Hackfleisch und Leberkäse, die so hängen geblieben sind, wo du sagst, Alter, das hätte man eigentlich filmen müssen, das wäre für jeden YouTube-Channel siebenstellige Einschaltquote gewesen. Gibt's irgendwas, oder gibt es vielleicht irgendwas, wo man vielleicht erzählen kann, aber es besser gewesen wäre, wir filmen es nicht? Ja. Ich sag jetzt mal, Wahnsinn, was Schau und der Buchmann, wo wir da trainiert haben, ich weiß nicht, bei 35, 40 Grad. Da haben wir auch einen Spannplatz und der Co-Trainer stand da und Hektar und schneller. Und war spontan, dass der paar Sunny wollen wir sollen, weil kollabiert. Langsam. Und da durfst du nichts trinken, ne? Also bei denen, das war einer von der alten Schule, der Lothar Buchmann. Ich glaube, der lebt aber noch, ne? Ja, keine Ahnung. Höchstadt. War der gut? Der war saugut.
Ja, der ist ja, hat ja mit Darmstadt oder so, der hat ja genau. Mit Stuttgart Europa League, also UEFA Cup damals gespielt. Weil ich den nicht mal gekannt habe. Ich doch, der war Vorleiter. Ja. Ich kenne Matt. Der Eduard Anderl ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe neue Trainer noch ein Dressel, super, super. Also der wäre ja Buchmann. Also, Buchmann? Wer ist das? Doch, ich kann, das war, ja, das war in der 80er oder 70er, 80er, hat er seine Hochglanz, seine Hochzeit gehabt. Ja, das war ja, das erste Training wurde auch gehabt, für Christian Kessner. Ist er hergefahren, hast du auch deine Klamotten geholt für ihn? Nein, der ist operiert worden, kurz vorher hat unten noch sein Schienending gehabt und hat dann erst eine Woche später die Stiege rausgelegt. Mhm. Er hatte Trainingsauftrag in Sandberg. Was mit dir? Ja, ich bin operiert worden, nächste Woche erst Stich raus und dann fange ich mit dem Training an. Was? Wenn man krank ist, trainiert man die Zunge gekörpert und alle. Leg hin! Hör auf! Siehst du, es geht noch, was geht nicht? Ja, dann kann ich nicht mehr reden. Ja, also hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Ja, ich kenne das auch unsinnig. Ja, natürlich! Das ist ja schon brutal. Ja, echt, das war schade. Das geht ja nicht. Das geht mit 95 oder 97 oder 98 kannst du heute schon gar nichts mehr machen. Das ist aber natürlich auch Quatsch, ne? Ja. Spektakulär. Und so busmäßig, An- und Rückreisesache, gibt es da irgendwelche geilen Schoten oder was? Na, jede Fahrt war geil. Ja. Jedes Fahrt war geil. Heimfahrt. Eigentlich darfst du nichts mehr vornehmen. Also, wo geht ihr mal aus? Seid ihr mit dem Auto angereist? Nee. Ja, gut, ich hatte eh einfach mehr. Ja, das ist schon klar, aber bei den Auswärtsspielen? Nee, alle fahren mit Bus. Okay. Auswärts mit dem Bus. Wie lief es da ab? Wann ging das so los, wenn ihr zum Beispiel nach Strüldorf gefahren seid? Wann die Spiele anfangen? 14:30 oder so? Ja, ich glaube. Ja, 15 Uhr, ne? Ja, 15 Uhr. 15 oder 16 Uhr sogar. Ja. Ja, dann haben wir uns um 11 Uhr. Wir fahren sogar 11 Uhr meistens. Uhr, ja. Das kommt darauf an, wenn du nach Tiersheim musst. Tiersheim, ja, tschechische Grenze. Tschechische Grenze ist im Früh um 8 Uhr oder was hat man? Das ist noch Brotzeit mit dem Sohn. Ja, Wasser hat 9 oder so. Das ist ein Ochsen 3 Stunden Bus? Die war nicht lange. Okay. Nee. Bist du aber auch nicht gerade super beweglich, wenn du dann aussteigst, ne? Ja, wir sind eine Stunde eher dort gewesen meistens so. Wenn alles gut lief. Wir waren eigentlich nicht zu spät, waren immer relativ früh. Dann hast du noch ein Kaffee und bist ein wenig rumgelatscht. Was ist umgezogen? Denen? Ach! Ich bin ja beweglich wie ein Amboss, deswegen muss ich das unbedingt noch brauchen. Ich war letztes Jahr mit meinen Jungs mal im Stadion, dann kamen die raus. Die haben ja für, also ich meine, einen Furz lässt, hebt ja einer auf, ne? Das war Schalke gegen Schlaubichtotclip, ich weiß nicht genau, zum Beispiel. Jedenfalls haben die zwei Jungfuchs im Trainingsanzug die Mannschaft, das sieht ja aus, als wenn eine 15 Ferrari sie und her delegiert. Ne? Dann machen wir das und dann diese schwindlichen Aufwärmübungen, die da gemacht haben, die haben wir ja in der B-Jugend gemacht. Ist das Usus? Macht man das noch so? Das, was willst du denn, den kannst du nicht unterstehen und den ist halt immer noch so. Ja, den schon klar, aber dieser Ausfallschritt links, dieser Ausfallschritt rechts und dann ein bisschen da und nur, oder ist das nur Publikumsshow und die machen sich woanders nochmal gescheit warm oder gibt's nicht mehr? Das ist so. Das ist nicht alles da. Also ich glaube so, dass der sich drinnen erstmal warm macht, dass der Amateur eigentlich schon platt ist, bis der immer die erste Kraft raus hat, dass er geschmeidig ist. Also Kaffee, Spaziergänge auf dem Platz ein bisschen rumhampeln und dann geht es los. Ja, schon richtig warm machen, also schon ein wenig mit die Mariali-Sprints, dann mache ich erst die Länge der Mariali-Sprints, also das ist ja schon richtig warm. Also ja. Schon nicht aber das, was da auf dem Platz passiert, da gibt es ja nochmal einen Nebenplatz, wo die vorher nochmal... Nee, noch nichts. Das ist schon aktuell. Da bin ich aber glatt. Das ist nicht viel, ne? Also... Eine halbe Stunde gehen die auch vorher raus, wie jeder andere auch. Was willst du mehr machen? Dann bist du ja platt damit. Mir wird's reichen. Mir wird's definitiv reichen. Ich war bloß in der Büft, denke ich, oh, kennst du gar nicht noch, ne? Ja. Ich habe gedacht, vielleicht gibt es irgendwelche physikalischen Neuerungen, wo man sagt, das machen nur die Guten. Die Amateure müssen immer noch das machen. Nee, die haben genauso selben Körper wie mir. Oder vielleicht besser durchtrainiert. Ja. Wobei ja mein Jiu-Jitsu-Trainer immer zu mir gesagt hat, Gesicht kann man nicht trainieren. Dann gibt es natürlich auch hässliche, das ist klar. Ja.
Wie war denn eigentlich das Verhältnis mit den Vögeln da? War das mit den beiden, war das kameradschaftlich? Oder war das nicht, oder war das so gar nichts gehabt? Ja, du hattest miteinander nicht viel zu tun. Das ist klar. Aber nein, wie gesagt, der Bello und Franz hat auch kein Trigger. Ich habe in der Autopause da zum Stundenschutz ein bisschen zu Trigger. Der hat mir in der Autopause schon gegeben. Okay. Aber ich hatte auch gehört, der war in der Schulter war, oder? Glaube ich. Die haben dann, nein, der Scholl hat überhaupt keinen Zähler. Nicht? Ja. Ach, ist der nicht so cool, wie er sich verkauft oder was? Der Scholl hat selber, glaube ich, gesagt, sein Trigger kriegt irgendein Behinderter oder so. Aber der Scholl wird es nicht her. Ja, das ist ein Balkan. Der Kuh hat gesagt, Freund aus Ghana ist da. Alles klar. Der Helmer und der Pappel, ja, habe ich auch mal einmal gefragt, aber sonderfrüh sehe ich nicht mehr. Um 11 Uhr den Herr Helmer. Ja? Ja, ja. Warum? Ja, weil er Doppelpass macht. Achso. Sehr cool, ja. Ja, aber nee, das ist. Und viel mehr hat es denn nicht mit dir zu tun? Das war einfach der Pappel, das war der Helmer und der Kufu, mit denen ich einigermaßen. Ja. Der Rest. Und einmal hat jemand mich den Kranfach umgesetzt. Da habe ich nicht. Das hat er aber wahrscheinlich auch drauf, ne? Also der kam von der Mittellinie, ich habe gerade mit dem gerechnet, das war's. Okay. Ach, an der Mittellinie? Ja, da kam ein langer Ball und auf einmal war der schon da und ich habe gerade... Nein, der hat mich genug... War keiner, war Ball gespielt. Was macht denn der an der Mittellinie? Entschuldigung, der ist rausgekommen, so schnell habe ich noch gar nicht geguckt gehabt. Haben die Verteidiger gehabt oder haben sie nicht aufgepasst? Ja, die haben aufgemacht. Keine Ahnung, das war halt so. War ein langer Ball und ich hab gedacht, oh, da kann ich ja nochmal allein auf nochmal aufs. Jetzt wollen sie doch fast nur an dem mit. Ja. Ja, okay, ja, klar. War der so gefräßig? Der Karl? Also, wie als wenn ich. Das, das ist ein Profi, der will jedes Spiel, der will jedes Mal 100, der so schätze ich nein, 110% gehen. Okay. Und ist dann mal abgeklatscht und hat der nochmal irgendwas gesagt? Weil ich meine, du hast ihn ja dann trotzdem in der Eifel versendet. Nee, das war alles gleich. Ich weiß nicht, ihr seid gleich in die Kurve. Ich bin gleich abgeschnappt worden zum Töpper Wien und ihr seid in die Kurve. Kam nackig wieder zurück. Also, ja, aus der Hose. Hier, das geht's ja nicht. Also, Fußball und nackig ist ja auch so ein Ding wie aber uns Lane, sehr untrennbar. Nein, also die haben die also Stutze, alles haben sie über die Zuschauer geworfen. Ja, also, andererseits muss man auch sagen, ihr habt wahrscheinlich auch Top-Unterstützung gekriegt. Ja, gefeiert, ja, ja, wie gesagt, da war ja die ganze Region da, ja, so rum, das war schon. Also damals, wenn nur ein paar Hauseinbrüche jetzt in Stadtmüll gesehen hätten. Ja, die Polizei ist auf Schweife gefahren, also in ja, verrückt. Ja. Also das war dann so, dieses, also da hat sich ja nichts aufgebaut irgendwie, dass man mal, außer nochmal Ende Gelände. Und was war danach? Was habt ihr danach getrieben? Hotel? Erstmal war mein VIP-Raum, oder? Ja. Sportstudio war da, glaube ich, oder? Ja. Da waren ja drei verschiedene VIP-Räume, glaube ich. Das war einmal die Bayern, einmal die oberen VIPs und dann einmal wir. Ja. Okay. Und da bei uns war das Sportstudio. Ja, dann Hotel. Da haben wir 0,33 hin getrunken, glaube ich. Im Hotel. Ja, deswegen gefallen, ja. Da merkst du dann aber auch immer, dass du nur VIP zweite Klasse bist, wenn du nur freier weißt. Ich konnte den Graumann hab ich angeguckt und gesagt, habe ich eben. Ja, dazu. Gut, der Graumann, wisst ihr, war da so ein Hefe drin oder was? Der musste. Wir waren alle. Ja, ist klar. Ich dachte jetzt, wir haben alkoholfreie Freizeit gefunden. Gatschmerzen bei dir, ohne Witz. Aber 03, bei 03 war ich mir, du musstest damals schon Angst haben, dass das Glas hinten mitbeschlupst. Weil ich gehe nochmal aus, gefeiert hast du dich ja trotzdem. Ne? Ja, natürlich. Es ist dann nachher im Hotel auf Motzbade gegangen. Bis in den Morgen schon. Ja. Haben wir noch, waren da noch welche verlustigt? Ah ja, das ist ja ein bisschen schon was du immer. Hast du, ist da eine Last abgefallen oder war es dann eigentlich am Wurscht oder hast du dann gedacht, ah, jetzt ist Rücken und dann ist er gut oder wie kann man das immer in Wandel fasst, dieses Gefühl danach? Oder war es dann eigentlich halt nur vorbei? Vorbei. Rücken? Ende ja, aus? Dann ist das Spiel mal rum. Gut. Jetzt, wenn wir mal kurz das Bein geöpfelt auf die Seite legen, jetzt würde mich nochmal interessieren. Gibt es noch irgendein Spiel, was hängen geblieben ist, was nicht in der Sportillu stand, aber was, wo du sagst, das war auch eine schräge Nummer, egal ob das jetzt Motten, Koden, Brückenau, Spielhock, die Geiche, aber irgendwas, wo du sagst, also das war auch ultra. Das war entweder total, was für dich einfach ein guter Tag war, oder was so daneben war. Also ich war schon bei Fußballspielen, wo dann die Zuschauer eigentlich den Hauptakteur gemacht haben, weil die total schräg waren, wo ich mir gedacht habe,
Das war damals, wo ich mit in jungen Jahren nach Brückenau kam, haben sie mal aufgestiegen in die Bezirksliga. Und da habe ich gemacht jetzt Hause oder keine Ahnung, irgendwie habe ich 2 Tore gemacht und 5-3 gewonnen. Also das war auch nicht schlecht, das war da geblieben. In Spiel und Aufstieg. Ja. Gut, ja, das sind halt so Dinge, wo du. Ja gut, Aufstieg in die Bayernliga, da war es so ärgerlich, ne? Das, wo da verletzt raus bin, das. Was wo mir hängen geblieben ist. Aufstiegsspiel mit Waldberg, wo wir 2. Platz haben. Ja. Okay. Haben wir Aufstiegsspiel in Bayern in Lichtenfels gegen Bayernhof. Ja. 2-0 verloren. Und der Mölder war verletzt, ja. Das war, der Manni Mölder? Ja, das war ganz ärgerlich. Wäre dann vielleicht gut gegangen, wenn alle fit gewesen wären? Ja, dann wäre es 50-50, hätte ich jetzt mal gesagt. Gehe ich mal davon aus, dass es da 50 war. Wir waren ein wenig angeschlagen damals. Ne? Ja. Na gut, da hast du natürlich auch damals wahrscheinlich auch keinen 18-köpfigen Kader, der gleich stark ist. Ne? Nee, hast du nie. Und egal wo, es ist nie eine 1:1 zu ersetzen. Nee, ist er nicht. Ja. Können Sie einkaufen, wie Sie wollen, das geht nicht. An jeder Mannschaft. Okay. Und hast du noch irgendein Spiel in Erinnerung, wo du sagst, das war ein Knaller? Ein Knaller? Ich habe in Sandberg ja mal einen als Libero mit die Hand raus, also da hat 100 Leute gesehen. Elfmeter. Kommt mit die Hand raus, das war noch 5 Minuten. Ich hätte eine rote Karte gekriegt und 11 Meter dann sind und das Schiri. Ja? Waren Sie mit der Hand dran? Nö. Ecke. Also gut. Zufällig? Ecke. Also, ich hab den Kopf raus. Ja, wie gesagt, der Vorstand, der hat immer mitgespielt, der ist dann sogar noch hergekommen und geschubst. Ich lasse mich noch umfallen, der kriegt noch eine rote Karte. Ja. Ja, und zum Üble zu, 10 Minuten vor Schluss haben wir einen Elfmeter gekriegt und Spiel 1 und gewonnen. Gut. Vergiss du nie. Vergiss du nie. Woche, egal welche Liga, dann wirklich. Ich drauf, wurde Leserbrief in die Zeitung. Fair oder was? Fairplay ein Machtwort. Ja. Also, du warst bestimmt als Bild bei deinem Sportheim kennt als Feindbild der Woche, ne? Wahrscheinlich. Vielleicht habt ihr noch mal öfters gegen die gespielt? Ja. Ja, deshalb, da ist das Elefantengedächtnis des Zuschauers schon riesig. Sonst vergisst du nicht. Ja, das glaube ich. Geil, dass du das erzählst, weil vorhin war der Obermieter da und hat gesagt, Mensch, wenn der Danny kommt, frech den mal nach der Story, wo der statt den Kopf die Hand genommen hat. Das war Zack, war der, ist geil. Ist das auch so ein Ding, wo man dann ein Stück abgebrüht ist? Wo man dann sagt, wenn mich doch am Arsch, das mache ich jetzt immer so? Nee, muss ich echt sagen. Ich muss ehrlich sagen, der hat ja damals am 16. das Dorman ausgespielt und kommt rein und ich war als lieber zurückgelaufen, der tut dann nü. Aber ich war schon immer wegen dem Tor bei uns. Ja, vorher. Ja. Dann tut er dann nü. Du hast aber nicht einfach eine Hand aus, sondern du hast dich nü gehackt. 2 Minuten. Also ein normaler anderer. Nee, der müsste das sehen. Ich weiß nicht, in dem Moment, wo der Schelle hingeguckt hat oder was ich hatte. Ah, da hast du überlegt, das gebe ich zu. Oh Mann. Oder du hast ja eigentlich schon mitgerechnet, du bist 100 noch 5 Jahre. Ja, ich schon. Und dann ist man so. Und wir können da her, oder das nächste. Wo ich ja, also gut, aber das Einzelne werde ich noch in Kauf nehmen, aber rote Karte, du bist gesperrt. Nee. Nix, gibt's nicht so. Okay. Ich meine, du musst auch eine Sau sein. Das glaube ich auch. Also das glaube ich auch, dass du, das hat man ja schon vorhin mit der flachen Hand auf die Glöden, wenn du das nicht möchtest, dann. Verpasst doch halt die ersten Meter, ne? Ja, wie gesagt. Wirst du kein Großer. kommt der Ball immer. Also so ein bisschen dirty, aber ich musste schon. Also zumindest mal wählen der Sache. Gehört mir dazu. Das gehört dazu. Sonst mit Ponyhof sind wir nicht. Ich verstehe. Also geritten wir trotzdem, aber. Nicht auch. Nicht sehr Großer. Super. Jetzt haben wir ja gesagt, du bist quasi Fußballerin, kann man das so sagen? Ja. Hast du in, sagen wir, wie lange sind deine Kinder, wenn ich fragen darf? Das ist jetzt das wird 6 Monate. Mein Kind. Ist noch ein bisschen je bis zur FU und wenn der Bub? Ja. Wenn der mal Fußball spielen will und Talent hat, dann mache ich alles für ihn. Okay, damit ist darüber erstmal alles geredet, ne? Ja, genau. Ja. Da fahre ich überall hin, wo ich nicht hingefahren worden bin. Ich verstehe. Ja,
kann ich das. Ich glaube aber, das wird, wirst du genau selber machen. Also, wenn der Talent hat oder sonst was, würdest du das genauso machen. Da würdest du auch das Handwerk, glaube ich, dann. Ja, jetzt ist das Problem. Wenn der Talent hat, dann hat das Ding wieder. Genau, nicht so wie früher engstirnig. Dann soll es probieren beim größeren Verein. Ja, natürlich. Wo ich von Motten nach Brüggenau gewechselt bin, da bin ich in Motten nicht mehr angeguckt worden. Ja, warst du der Judas wahrscheinlich. Bin ich nicht mehr angeguckt worden. Ja, weil du bleibst nicht, schaffst es eh nicht. Und, ich verstehe. Die, also, aber da noch die Schulter geklopft. Ja, die Engstirnigkeit finde ich natürlich fast ein bisschen schade, weil wenn so ein Mann wie du nach 10, 12 Jahren, ich sag mal mit Mitte, Ende 30, noch einmal 3 oder 4 Klassen runtergeht und dann noch mal mitkickt, dann ist es für dich körperlich wahrscheinlich kein Problem, aber den Erfahrungsschatz, den du mitbringst, der ist wahrscheinlich so groß, wie die ganze Mannschaft gar nicht hat. Deswegen verstehe ich eigentlich diese Engstirnigkeit nicht. Ist das noch so? Weiß ich nicht, da bin ich weg, da bin ich zu weit weg. Also früher war das auf jeden Fall so, dass es aber jetzt weiß ich nicht, ob das noch so ist. Normalerweise sind sie doch froh, dass da einer kommt von Höhe, glaube ich. Schon. Normalerweise, ja. Müsste doch froh sein. Wie ist es bei dir, Danny? Ja. Also, du warst ja nur in Sandberg und in Waldberg, ne? Von daher. Ja, ganz kurz in Großwald, ne? Ja, genau. Ja. Aber da war ja der Wechsel, ich sag mal, mit körperlichen Gebrechen verbunden. Ja, ich meine, da waren auch etliche da gesagt, so, geht er noch mal dahin, aber er war so immer so, jawohl, der hat es drauf, der soll es probieren. Ja, die, wo Ahnung haben. Und die Leute waren auch stolz. Ja. Der Sander ist da bei uns und ist nicht irgendwie so, sondern macht er irgendwas hin. Also war schon, die Anerkennung war schon da. Ja, aber die, wo Ahnung haben. Die, wo Ahnung haben. Die anderen, die haben ja wie ihr Scheuklappe aufgehabt. Das ist ja, dass du dann nicht rauskommst. Das ist ja das Problem. Ich meine, du hast natürlich mit 300 Einwohnern, was Waldberg damals hat ja nicht viel mehr gehabt oder eher weniger, ne? Muss ja jedem normale denkende auch klar sein, dass die Kehlansliche Mannschaft auf die B-Stelle. Ich meine, Höllrich gehört ja quasi noch zum engsten Einzugsgebiet von Waldberg, wenn man das so sehen. Ja, ich muss aber, ja, aber das, die haben halt das geschafft, dass sie hochkommen. Das war der Ähnlich und der Graumann, oder? Oder wurde nur der Ähnlich? Ja, der Lehmann. Der Lehmann, ja, der Lehmann. Das also, wie viel Waldberg waren es? Nicht zum Schluss hin? Ja. Ja, zum Schluss war eigentlich nur noch der Thorsten Ziegler und der Alfons Arnold. Ja, zum Schluss. Und der Rest war. Ja, und der Alfons hat wahrscheinlich. Ist der, kann man da ganz böse Name sein, sagt, das war dann auch nur eine zusammengekiffte Truppe? Oder ist das nicht so? Zu der Zeit, wenn du den Fußball spielen wolltest, wie es so ist, ja, dann musst du mit Auswärtigen spielen. Ganz klar, das ist ja auch wahrscheinlich noch ein Schussballer drauf. Wie viele Abschlüsse sind noch dabei? Ja, und wenn du nur mit eigenen Leuten, dann kannst du die Klasse nicht haben. Natürlich, natürlich. Ich meine, aber so Wandervögel, die ja halbe Saison da sind, vielleicht ja, noch. Das nicht. Das war ja kein Sinn mehr, nicht so eine Truppe gehabt. Ja. Also außerdem sind wir nach Leistung bezahlt worden. Also wenn wir dann. Ja, es ist so, auf jeden Fall hat nicht so im Vertrag stehen, mein Vertrag. Das ist eine Leistung. Ja, also ich, Platz 1, so und so viel. Ja, gut. Abstiegsplatz gar nichts. Die erste Saison, wo ich da war, waren wir fast nur am Abstiegsplatz, da hat es fast gar nichts gegeben. Ja, da bin ich ja so. Ja. da wollte Dreck und Viererkette spielen mit dem Lehmann. Ganz schlecht. Ehrlich? Ja, ganz schlecht. Da brauchst du auch mal eine geistige Frische als. Der Lehmann hat also. Der hat ja Libero gespielt. Ja, okay. Libero ist ja auch nichts Schlechtes, hat Lothar Matthäus angemacht, damit sind wir einmal Weltmeister waren. Ja, kein Thema. Kein Thema. Für Waldberg hat es aber nicht gelangt. Weil also, ich reserviere Lothar Matthäus und Lehmann. Nein, der Frank Lehmann. Der war gut. Der war kein Schlechter. Der war gut. Aber das hat er halt. Wir haben da wirklich Kirschen gekriegt, weil er halt. Der hat dann Angst gehabt gegen den Verein. Der hat ihm nicht vertraut. Einmal hat sich jemand zurückfallen lassen. Okay. War halt kein Abseits. Das ist halt das Problem. Das ist schlecht. Ja. Da haben wir schon eine gekriegt damals. Okay. Und dann in der Rückrunde haben wir dann wieder mit Arschlecker und alles drum und dran und dann haben wir noch den Klassenerhalt geschafft. Okay. Wie hat so ein Vertrag ausgesehen damals? Gab es da was dabei? Ich habe einen Vertrag dabei. Also, warte mal an. Das sind ja Hochleistungsverträge, die muss ich also Vertragsamateur. Ist das echt so, ja? Da bin ich Vertragsamateur gewesen. Egal.
Also ich sag mal, Kreisliga gibt es nicht immer drauf. Du kriegst einen Trainingsanzug und du hast eine Sporttasche. Nach jedem Training zwei Getränke. Ja, und dann kommst du es dir nicht einmal raus, wie was du trinkst. Also die Vereinbarung mit Brückenau, wo ich gewechselt bin. Okay. Hast du den von Waldberg auch noch zufällig am Start? Okay, interessant. Ja, nein, habe ich auch noch nicht gesehen. Hast du sowas auch gehabt? Ja. Ja, gibt es bestimmt noch irgendwo in dieser ganzen Latte. Hinter drei, dreh mal rum. Ja, okay. Also, genau. Ist, aha. Erstmal die Zahlen. Ja, das ist wahrscheinlich genauso in der. Ah, okay, da ist es. Ja, damit dein Name sehen. Dürfen wir das vorlesen? Oder ist das eher. Aber dieses Geheimnis ist am Sternenbett von Mund zu Ohr. Ich habe gedacht, das hat jeder gleich, habe ich gedacht. Also ist mir wurscht. Also okay. Das wäre das Interessante dabei. Also der Verein verpflichtet sich zur Zahlung folgender Vergütungen, gilt nur für Punktspiele. A. Spieleinsatz bzw. Auflaufprämie in der Landesliga Nord in Höhe von 50 Mark pro Spiel. Für alle, die nicht mehr wissen, was Mark ist, das wären jetzt 50 Euro. Wenn du heute mit 17 richtig Zug zum Tor und richtig Zug zum Crew hast und noch 7 Euro Eintritt bezahlen musst, kommst du mit 50 Euro nichts mehr weiter, landest nichts mehr für Currywurst nachts um 2. Also das ist nicht viel Kohle. Nein, das reicht immer nicht, Mann. Ersatzspieler, die nicht zum Einsatz kommen, erhalten 25 Mark pro Spiel. Okay, das ist gestrichen. Punktprämie richtig in der jeweiligen Verbrennung. Fahrtkostenentschädigung 30 Pfennig pro gefahrene Kilometer, da hat sich seines. Hat sich nicht viel getan. Verdammter Hacker. Außer Cent. Bezüge der Spiele sind Bruttobezüge, was ich meiner Meinung nach eine Unverschämtheit finde. Das hat ein Kaufmann aufgesetzt, oder? Keine Ahnung, wer das aufgesetzt hat. Dann sind wir den Sport. Und das war's? Ja. Nee. Ich glaube schon. Das ist natürlich so. Mehr war nicht, ne? Da hast du das zusammengedreht. Weißt du, was noch da steht? Also, ich habe eigentlich gedacht, es gibt irgendwie so ein Grundgehalt. Kein Grundgehalt. Oder? Weißt du, bei dir vielleicht, oder? Die Story am Hubblungzimmer, was kriegt man mit dem bei den Großvater? Ja, da kriegst du bestimmt 15 Euro. Ja, klar, logisch. So ist es. Ist es so? Oder ist es nicht so? Wie gesagt, es war viele Naturale, wo wir nicht haben. Also, ein Dorfverein kann natürlich auch nicht. Das kannst du nicht stellen. Wer soll denn das bezahlen sollen? Ja gut, da war schon, ich glaube, in jedem Monat haben sie eine Palette Wasser geholt von der Brückenauer, die Waldbecher. Die haben halt so die Sponsoren. Ja, ja klar. Also, muss ja. Ja, das sind ja Soft-Sponsoring. Da muss der Verein ja irgendwo leben davon. Bionade-Tester waren wir mal. Ja, deswegen habt ihr den Spiel aber nicht verloren. Ja, das war ja vorher. Ah, das war ja vorher mal in dieser Zeit, glaube ich. Ja. War das für dich damals ein guter Vertrag? Ich kann sowas nicht. Ja. Ich kann das sowas nicht. Die andere Seite, wo du es hoffen hast. Du warst der Platzabrieb. In der Runde, wo du der zweite Mann bist und warst da vorne der zweite Platz. War das schon. War das nicht schlecht? Gute Leben, weil du den hast. Gutes Geld. Okay. Cool. Ja, kann sich wahrscheinlich heute, wenn du das 1:1 umsetzt, natürlich hast du dir ja Verlust, bla bla. Aber das ist natürlich, wäre jetzt auch kein Anreiz mehr, kann ich mir vorstellen. Ne? Was? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass wenn du heute zu einem 18- oder 19-Jährigen sagst, kriegst du jetzt 50 Glocken im Monat, kriegst noch eine Kiste Bier, kriegst noch zwei Kiste Wasser und 30 Cent pro gefahrene Kilometer, ob das noch einmal ein Anreiz ist? Ist das ein Anreiz für jemanden, der zu sagen, ohne es zu wissen, das war eine Aufwandentschädigung, das war kein Anreiz, das war erstmal was der Stolz, erstmal Landesliga zu spielen und das andere war nebensächlich, das Geld, fand ich. Das war halt, wenn du gut warst, hast du dann noch mehr Geld gekriegt. Was halt so? Okay. Haben wir gut gespielt dann, haben wir mehr Geld gekriegt. Also gut, mal jetzt mal mit dem ehemaligen Bayern-Keeper einen Hacken an die Kohle-Sache, weil dann ist die Sache auf dem Tisch. Fand ich auf jeden Fall, ist immer wieder Thema, was immer mal so aufploppt, weil es nämlich auch keiner weiß. Ne? Wenn du sowas natürlich siehst, mal schwarz auf weiß, ist interessant, weil es nicht die Wertigkeit hat, die man eigentlich gedacht hat, klar haben die gedacht, mein Gott, wir verdienen Schweinegeld. Ja, sie immer gedacht. Das haben wir auch. Ja, top. Die Neider gab es immer. Nein, ist die deutsche Form der Anerkennung. Du kriegst ein Geschenk, musst du dir arbeiten, das ist nun mal so.
zukünftig nur mal so Vorausschau, 10 Jahre, also wir sind mal heute Vorstellungsgespräch, aber wo siehst du dich in 10 Jahren? Ja, wahrscheinlich irgendwo auf der Ersatzbank nicht. Nee. Max in der Vorstellung. Sportplatz wieder vielleicht. Teilzeit oder Rentner? Teilzeit oder Rentner, ja. Okay. Und dann am Sportplatz. Okay. Vielleicht doch wieder. Vielleicht doch wieder. Zum Abschluss nochmal zu dir, der Junior in U11. Talent oder Fleiß? Talent und Fleiß. Ehrlich? Ja. Hat er was von dir? Der Fleiß hat er vielleicht nicht von ihm. Weil der Fleißer musste schon ein paar Mal in den Arsch treten. Was? Ja. Sauermann. Aber ist natürlich, sei dahingestellt, weil erfolgreich nein, war er. Ja. Genau. Nein, ist ja alles gut. Ja, wenn er, das war ja nur ein Spätchen. Ja, klar. Und hat er da schon so Anleihen, wo du sagst, können wir es werden? Ja. Hat er Zug? Auf jeden Fall. Wer will? Ja. Vorne oder hinten? Vorne. Wieder alt. Okay, und wie hat er sich schon mal geäußert, dass er vielleicht immer. Nee, das ist. Du, der ist neun. Ja, naja, aber im Gegenteil, ich meine, er macht alles dafür. Ich war in Köln, habe zwei Tore gekämpft. Die haben wir in Gottesstern. Ach Gott. Also, ob ich jeden Tag mit hin und wird hier näher gepolstert, alles. Also, super. Genau so lernt man es. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ist so. Ja. Okay. Also, sollte diese Veranstaltung 10 Jahre sein und ein Junior spielt dann hohe Klasse Fußball, gehe ich davon aus, allein wird ein Peter aber auch wieder dazu ein. Alles klar. Ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Es war erstens mal für mich äußerst lehrreich, hochinformativ und äußerst kurzweilig. Hat uns auch gefallen. Ja, wunderbar. Für alle anderen? Auch mit dem Streckbräu alkoholfrei. Ja, gut. Er kann den Vorhinein auch schlechter beschließen. So sieht's aus. Bedanke mich fürs Zuhören. Was macht eigentlich der Peter Hase und der Daniel Metz? Wir wissen ab jetzt Stand 2020 mehr. Wir bedanken fürs Zuschauen. Ich bin der Zinus. Das war unser Podcast von hier für dir. Herzliche Grüße aus Schmalle from the sunny side of the Kreuzberg. Ciao. Servus. Servus.